Hallo und herzlich willkommen zu GameReport.de. 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 Zu GameReport.de. Ich bin Janina und was euch diese Woche erwartet, das seht ihr jetzt. Hallo liebe Freunde des Gamings. Es ist Donnerstagabend, 19.45 Uhr und unsere neue Show steht schon wieder bereit für euch. Und heute haben wir das. GameReport.de. Das bedeutet Games, Show und Entertainment auf höchstem technischen Niveau. Jede Woche produziert und präsentiert das junge, engagierte Team aus Wiesbaden eine eigene Sendung im Internet über die Top-Neuerscheinungen aus der Spielewelt. Zusammen mit professionellen Sprechern aus Film und Fernsehen wie Nick Benjamin und Alexander Böhm und dem Model Janina Wissler werden die Spiele genau unter die Lupe genommen und getestet. Mit viel Ehrgeiz und Durchhaltevermögen behauptet sich das Team auf einem hart umkämpften Markt und findet mit seinem einzigartigen Auftritt und Produkt Anklang bei einer großen Fangemeinschaft. Doch das ist noch nicht alles. Auf dem dazugehörigen Videoportal haben die Besucher die Möglichkeit, auch eigene Videos hochzuladen, reichhaltige Informationen über sämtliche Computer- und Videospiele einzuholen und im Forum über die Tops und Flops der Branche zu sprechen. Hinter den Kulissen von Game Report agiert die Webagentur IPMN, Interpersonal Media Network, die hauptsächlich für kleine und mittelständische Unternehmen aus der Rhein-Main-Region professionelle Internetauftritte realisiert, modernisiert und für gängige Suchmaschinen optimiert. Zielstrebig arbeiten die Jungunternehmer an GameReport.de und konnten ihre Besucherzahlen in nur 3 Monaten vervielfachen. Die Ziele für das kommende Jahr sind hochgesteckt und erfordern einen enormen Einsatz von allen Teammitgliedern. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Spieleherstellern und zahlreichen Kooperationspartnern aus dem World Wide Web können neue Maßstäbe in der Berichterstattung über Spiele gesetzt werden.